Das Metall- und Technologiezentrum der Handwerkskammer Koblenz in der August-Horst-Straße. Unter einem Dach werden hier Aus- und Weiterbildung bis hin zur Qualifizierung und Meistervorbereitung in ganz verschiedenen Handwerksberufen angeboten. Elektrotechnikern, Kfz-Experten oder metallbearbeitenden Handwerkern steht hier eine hochmoderne Einrichtung zur Verfügung. Dabei greift die Handwerkskammer in vielen Werkstätten Zukunftstechnologien auf und bereitet die Handwerker bereits heute darauf vor. So im Bereich der Elektromobilität. Hier werden aktuell Lehrlinge im Umgang mit der Kfz-Technik geschult. Die Kfz-Mechatroniker im vierten Ausbildungsjahr werden im Rahmen ihrer Lehre für zwei Antriebskonzepte fit gemacht. Neben dem Verbrennungsmotor sind es Hybride, also die Kombination aus Verbrennungs- und Elektroantrieb, wie auch rein elektrisch betriebene Fahrzeuge. Ausbildungsmeister Jörg Skieber erklärt die Ausbildungsinhalte. Der Inhalt ist vor allen Dingen, dass die jungen Leute, alle Mechatroniker-Lehrgänge, an die Thematik Hochvolt herangeführt werden. Dazu ist wichtig, dass sie erstmal wissen, worum es geht, was beinhaltet das Hochvolt-Thema. Dann natürlich auch die gesetzlichen Regelungen, Sicherheitsmerkmale am Fahrzeug, Sicherheitsmerkmale, die in der Werkstatt eingehalten werden müssen, persönliche Schutzausrüstung und die ganze Technik, wie sie überhaupt funktioniert. Nach Abschluss dieser Einführung gehen die Lehrlinge an die Stationen ran. Wir haben insgesamt 12 Stationen möglich, verschiedenste Art und Weise. Es geht vom Freischalten des Fahrzeuges und wieder Inbetriebnahme des Fahrzeuges bis zur Messung von Einzelkomponenten wie der Batterie oder auch eines Motors. Dabei lernen die jungen Leute moderne, spezielle Messgeräte kennen, anwenden und auch die sichere Handhabung dieser Instrumente. Denn wir arbeiten zum Teil auch beim Messen mit hohen Spannungen, die sonst ziemlich gefährlich werden können. Also müssen die ganzen Sicherheitsmerkmale auch eingehalten werden. Das trainieren die, sodass sie das auch möglichst dann in der Werkstatt genauso anwenden können. Von der HWK-Einrichtung profitieren Lehrlinge wie auch angehende Meister oder Kfz-Techniker in Weiterbildungsmaßnahmen. Dabei deckt die Handwerkskammer ein breites Spektrum in der Elektromobilität ab. Das reicht vom Motorrad bis zum aktuellen Modell namhafter Autohersteller. Für die Lehrlinge ergeben sich so ideale Ausbildungsbedingungen. Ich finde, die Handwerkskammer ist sehr, sehr gut ausgestattet. Und vor allen Dingen, wenn ich das jetzt mit Hessen vergleiche, war die Handwerkskammer dort definitiv mit geringfügigeren Mitteln ausgestattet. Das heißt, die Autos waren nicht so schön, man hatte nicht so viele Autos. Die hatten einen Prius da stehen aus der ersten Generation. Und hier haben wir insgesamt in der Handwerkskammer, ich glaube, 4 oder 5 Prius liegen. Und erste, zweite, dritte Generation mit Plug-in, ohne Plug-in haben wir hier. Die haben hier den Smart, wir haben die Mercedes hier. Also da gibt es wirklich viele schöne Sachen. Auch die Möglichkeit, hier zum Beispiel überhaupt einen Mercedes-Tester auch zu haben. Dass man die Möglichkeit hat, so einen Mercedes auch schnell auszulesen. Weil an anderen Testern ist das halt eine Aktion, die dauert halt locker doppelt so lange. Gerade der Markenvielfalt kommt bei der überbetrieblichen Lehrunterweisung in der Handwerkskammer eine große Bedeutung zu. Unabhängig von einer Herstellerbindung der Ausbildungsbetriebe vermittelt die HWK das gesamte technische Know-how der Elektromobilität. Wir haben markenspezifische Ausbildung, was die Tester betrifft. Zum Beispiel bei dem Mercedes 350 nehmen wir das Mercedes-Tool. Wir haben aber auch unabhängige markenunspezifische Werkstatttester wie den Gutmann-Tester oder andere von Lukas Nülle bereitgestellte Informationssysteme und natürlich auch Messgeräte, mit denen man die einzelnen Produkte messen kann. Die technische Grundlage ist eine Sache, ihre Vermittlung eine andere. Dabei erhalten die HWK-Experten durch die Lehrlinge gute Noten. Ich muss sagen, dass ich hier mit den Lehrern in der Zuge der Ausbildung, mit den Dozenten, muss man ja sagen, sehr, sehr gut gefahren bin, also immer wenig Probleme hatte. Auch was die fachliche Kompetenzen angeht, sind die Lehrer hier alle einwandfrei. Man merkt wirklich, dass hier der Chef von der Handwerkskammer da auch sehr viel Wert drauf legt, dass da entsprechend wirklich nicht die Leute eingestellt werden, die jetzt zum Beispiel die intelligentesten sind, sondern auch die, die es auch vermitteln können. Und das, also ich bin sehr positiv beeindruckt von der Handwerkskammer. Der Beruf selbst bietet mit seinen ganz unterschiedlichen technischen Inhalten zahlreiche Herausforderungen, auf die die Nachwuchshandwerker reagieren müssen, die es aber auch spannend machen. Von Hydraulik, Pneumatik, überall eben die Mechanik von Gelenken, Motor, wie er funktioniert, Elektrik, wie funktionieren Steuergeräte, wie kommunizieren die miteinander.
Also wirklich vielfältig. Im Alltag der Kfz-Handwerker spielt die Elektromobilität noch eine Nebenrolle. Doch wohin die Reise geht, können die Kfz-Experten eindeutig beantworten. Unterentwickelt ist es schon, aber das hat natürlich bestimmte Rahmenbedingungen. Solange diese nicht gelöst sind, was Infrastruktur betrifft, aber auch die Akzeptanz der Menschen, wird das natürlich nicht unbedingt so schnell gehen. Aber der Zug ist klar schon abgefahren. Es geht nur in eine Richtung alternative Antriebe. Sonst kommen wir weder mit Abgasen noch mit Feinstaub noch mit anderen Umweltproblemen klar. Der Hybride ist schon sehr, sehr wichtig, aber eigentlich könnten wir den Hybriden eigentlich über die Kante kippen und direkt hier zum Elektro weitergehen, weil das ist die Zukunft, da geht die Richtung geht's. Ob wir da überhaupt mit Akku fahren oder mit Brennstoffzelle, ist da gar nicht so wichtig. Geht in erster Linie darum, dass wir einfach weniger Emissionen verursachen beim Fahren, weil Krebs und die ganzen Krankheiten, die sind natürlich alle da und die kommen nicht von irgendwo her. Neben der fortschrittlichen Technik verbindet sich mit der Elektromobilität auch eine ethische Seite. Umweltschutz oder gesundheitliche Aspekte sind den jungen Handwerkern wichtig. Doch das Tempo beim Wechsel weg von der Verbrennungstechnik hin zur E-Mobilität muss forciert werden. Wenn man sich die Japaner anguckt oder die Norweger anguckt oder Holland anguckt, wie viele Elektroautos da durch die Gegend fahren und was da alles entwickelt wird, da sollten wir Deutschen uns echt mal ein bisschen wachrütteln und da auf dem internationalen Wirtschaftsmarkt da in Sachen Automobil noch mithalten zu können. Weil wir sind ja nun mal die Automobilnation. Ein wichtiger Aspekt für die Jugendlichen zur Frage, ob sie selbst elektrisch unterwegs sind, ist der Anschaffungspreis wie auch das Versorgungsnetz. Ist mir noch zu teuer. Ich kann mir also keins leisten. Ich lebe auch auf dem Land. Also da müsste schon ein bisschen mehr Kapazität vorhanden sein, weil ich fahre recht viel. Und Busverbindungen sind auch blöd, könnte ich auch nicht benutzen. Doch auch diese Lücken werden in naher Zukunft geschlossen, da sind sich die Nachwuchshandwerker sicher. Mit ihrer Ausbildung sind sie gut vorbereitet auf die elektrische Zukunft im Straßenverkehr. Die Handwerkskammer Koblenz leistet dabei einen wichtigen Beitrag. Und das schon seit Jahren. Denn bereits seit 2012 ist die Kammer eine durch den Zentralverband des deutschen Kraftfahrzeuggewerbes zertifizierte Schulungsstätte für Hochvoltseminare HV1. Seit 2017 auch für HV2. Seit Januar 2017 wird der ÜLO-Kurs Diagnosetechnik 4 für Lehrlinge verbindlich durchgeführt. Somit ist die Handwerkskammer technisch und auch inhaltlich bestens im Bereich Elektromobilität aufgestellt, beobachtet dabei sehr aufmerksam die weitere Entwicklung, um auch diese in einem frühen Stadium in die eigene Aus- und Weiterbildungsarbeit einfließen zu lassen. Mehr Informationen gibt die HWK Koblenz im Internet unter hwk-koblenz.de.